Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Erklärungsnot. Meine Wenigkeit ist Daladin und das ist natürlich wieder das schöne Spiel Sunken Land. Immer noch, meine lieben Freunde. Ja, was habt ihr davon denn gelesen? Ist das der neue Kistentrick? Und genau so stelle ich mir das ja auch vor, denn es gibt einen neuen Trick und ich weiß, dass einige Leute mich vielleicht dafür hassen und einige Leute wieder sagen, oh Junge, damit macht man Spielprinzip kaputt. Ich möchte nochmal betonen, ich persönlich nutze diesen Trick nur dann, wenn es absolut sein muss. Und ich bin per se immer gegen solche Tricks und Glitches, weil ich finde, wenn man das Spiel nicht ordentlich spielen kann, soll man es nicht machen. Man muss aber dazu sagen, wir befinden uns in Early Access. Man muss auch dazu sagen, wir befinden uns in einer Beta-Phase. Und es kann durchaus sein, dass wir hier und da die Welt neu anfangen müssen. Und auch wenn das dann vielleicht nicht mehr der Fall ist, wenn es ins eigentliche Spiel integriert wird, ist es aber jetzt im Moment für alle, die vielleicht neu anfangen, ein sehr guter Trick, um relativ schnell an Ressourcen zu kommen. Denn wenn du das 20. Mal neu anfangen musst, nehmt das bitte nicht übel, auch wenn es das Spielprinzip kaputt macht, ist es dann auch nicht irgendwo verboten. Dann ist es eben nicht verboten, finde ich, dass man ein bisschen schneller an Ressourcen kommt. So, ja, wir befinden uns natürlich auf den neuen Zwillingsfelsen, Twin Rocks. Und da habt ihr ja jetzt hier diese wunderschönen Fallen eingebaut, die sind verdammt gefährlich, da müsst ihr echt aufpassen. Können aber auch Gegner, platt machen. Und ich habe wieder mal das Problem, mir fehlt noch ein Gegner. Liebe Community, ihr wisst, ja, euch geht's ja genauso. Und ich habe den jetzt gesucht, ich weiß nicht, wo er ist, vielleicht finde ich ihn gleich noch, mal sehen. Und ihr habt diese Fallen, die gibt es an drei oder vier Etagen. Hier gibt es eine kleinere, ganz unten gibt es eine ganz große und so weiter. Und die haben immer solche Bullaugen und da können wir reinschießen. Wenn wir die kaputt machen, dass die anhalten, dann kriegen wir dafür Loot. Aber wenn die kaputt sind, können wir nochmal reinschießen. Und nochmal. Und wenn die Munition nicht alle wäre. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und so weiter. So, und das seht ihr schon. Es ist eine, es ist ein Lootfest, meine lieben Freunde, ne? Komm, einen machen wir noch. So, jetzt passt mal auf, was ihr da alles rauskriegt, ne? Wir kriegen fortgeschrittene Teile, sehr gut. Wir kriegen Kunststoff, den wir eigentlich herstellen müssten oder in der Werkbank, ja, erstmal erforschen müssen. Das ist aber das Interessanteste mit, denn wir kriegen Stahlbarren. Wir kriegen einfach so Stahlbarren raus, ne? Kupfer kriegen wir natürlich auch. Natürlich auch Eisenbarren kriegen wir auch raus, ne? Elektronikteile und moderne Teile kriegen wir auch. Ich weiß gar nicht, ob es noch was anderes gibt. Werden wir gleich mal sehen. Warte mal. Okay, ein bisschen Elektronik, Schnulli. Zack, zack, zack. So. Ja, das hat man gerade. Okay. So. Wenn ihr jetzt mal guckt, was wir da jetzt zusammengeformt haben. Und da haben wir jetzt wirklich nur wenig drauf geschossen. Man muss dazu sagen, es ist ja anders als der Kistentrick. Denn hier braucht ihr A, dafür Munition. Und B, ganz wichtig ist natürlich, ihr müsst erst die komplette Insel ausrotten. Ne? Das ist klar. Weil ihr habt oben sehr viele Gegner. Insgesamt sind es aber nur 15, es ist aber Level 6. Also, es ist machbar, keine Frage. Aber das müsst ihr halt wissen, ihr müsst erst die ganzen Gegner killen, um erstmal an so eine Etage zu kommen, wo eben so ein Teil steht. Ihr könntet optional einfach durchrushen, bis zu dem Ding hier hinrennen, die zwei, drei Gegner hier platt machen und dann das Ding abschießen und dann halt immer wieder und dann ins Wasser springen. Geht auch. Ist natürlich euer Hubschrauber dahin. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr unten natürlich mit dem Fahrstuhl wieder ganz hochfahren, müsst aber erst alle Etagen runter, um zu dem Fahrstuhl zu kommen. Oder ihr lauft eben die Leitern wieder hoch, oder Treppen, die es so gibt, ne? Das geht auch, aber dann müsstet ihr halt so oder so an den Gegner vorbei. Aber das ist eine krasse Sache, das ist noch ein bisschen anders als der Kistentrick, weil wir uns nicht außen einloggen müssen, sondern wir können eigentlich hier die ganze Zeit, ja, looten. Der Unterschied hier dazu ist, wir können uns das Item nicht aussuchen. Also das Spiel generiert die Items selbst und ihr habt da gesehen, was es meistens gibt, ne? Und das bleibt dann auch so. Also es gibt halt elektronische Teile, Stahlbarren, Kunststoff, Kupfer, wahrscheinlich alles, mit dem die Fallen, sage ich jetzt mal, so gebaut sind. Wenn ihr mal seht, wir haben jetzt ein paar Mal drauf geschossen, haben auch ordentlich Munition verballert, ne? Haben aber 25 Eisenbarren gekriegt, 29 Kupferbarren, 7 Stahlbarren, das dauert schon ewig, ehe die machen muss, ne? Ja, okay, 8 fortgeschrittene Teile, aber immerhin, und 3 Mal Plastik. Reicht zumindest, glaube ich, schon mal für eine Batterie. Gucken wir gleich mal nach, warte mal. Ja, reicht, 2 Kunststoff brauchst du da. Und kannst du sogar gleich noch einen Steckkasten bauen, ne? Ohne, dass du die jemals auf der Forschungswerkbank gelernt hast. Interessante Sache. Ob es jetzt ganz unten anderen Loot gibt, werden wir jetzt nochmal testen mit meiner Restmunition. Da müssen wir nämlich hier lang und da geht es dann auch letztendlich in die letzte Etage. Ich finde es mega geil. Also die Insel ist auch wieder richtig cool geworden. Ich weiß nicht, wo der blöde Penner sich wieder versteckt. Ja. Vielleicht ist er runtergefallen, der Depp. Und ihr habt dann den Vorstuhl. Wenn ihr den einaktiviert, dann kommt er hoch zu und oben könnt ihr den wieder aktivieren, dann fahrt er wieder runter. So könnt ihr quasi zum Hubschrauber kommen und euer Loot abgeben. Weil er kommt ja anders nicht mal auf die Insel. So, und das ist schon ein bisschen größeres Teil, braucht auch ein bisschen mehr Schuss, um da was rauszuholen, sag ich mal, oder um sie überhaupt erstmal aufzuhalten, ne? Also ihr seht schon, da geht oben der Schuss drauf, ne? Da ist so ein Magazin nicht viel.
Machen wir zweimal, dann ist, glaube ich, auch meine Munition fast alle, ja. Also ihr seht schon, da ist ordentlich was da, was ihr da reinballern müsst. Und dafür gibt es aber dann dasselbe, ne? Aber ein bisschen mehr, sage ich mal so, ne? Aber hier gab es jetzt gleich mal, ich glaube, 6 Kupferbarren und aber gleich mal 5 fortgeschrittene Teile, ne? Nicht nur 3. Hier haben wir wieder, die sind halt moderne Teile, sind auch wichtig, weil die müsst ihr mit Kupfer bauen, was ihr ja hier hättet. Aber trotzdem müsst ihr das dann gar nicht erst herstellen. Guck mal, da haben wir schon 7 Stück, ne? Und mit 7 Stück kommst du im Spiel sehr weit. Also das ist schon hart hier, was du da hier, ja, dir rausholen kannst. Und das ist halt die Stahlbarren, ne? Selbst wenn es jetzt nur 9 Stück sind, aber 9 Stück, damit kannst du schon viel anfangen, ne? Jetzt haben wir wieder 5 gekriegt, ja. So, zack, boom, haben wir schon 15, 20 fortgeschrittene Teile, 36 Kupferbarren, 39 Eisenbarren und Stahlbarren. Es ist natürlich nicht so geil wie der Kistentrick damals. Geil in Klammern von Loot-mäßig, ne? Weil bei der Kiste, wie gesagt, je nachdem, was in der Kiste drin war, habt ihr euch eingeloggt, wenn ein Waffenteil zum Beispiel drin war, konntet ihr auch sicher sein, habt ihr euch wieder eingeloggt, habt das gleiche nochmal gemacht, hattet ihr wieder ein Waffenteil drin, ne? Hier ist es so, ihr könnt euch auch sicher sein, ihr habt immer die gleichen Ressourcen, aber es gibt nichts anderes. Also ihr werdet ja keine Waffenteile finden, ihr werdet ja keine Bilder finden, keine Gegenstände, sonst irgendwas, ne? Hier gibt es wirklich rein die Materialien, aber zum Materialienfarmen finde ich es nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, ich bin voll bei euch, das muss nicht sein, das macht das Spielprinzip kaputt. Warum zeigst du dann sowas, Harle? Ich zeige es einfach aus dem Grunde, weil ich bin der Meinung, es haben jetzt viele die Welt gelassen. Es gibt aber auch einige, wo ich weiß, dass die Welt neu angefangen haben. Und ich weiß ja selbst, wie es ist, wenn du keine Kumpels zur Unterstützung hast und musst bei jedem Beta-Phase neu anfangen, ehe du dann überhaupt diese Beta-Phase richtig testen kannst und austesten kannst, ist meistens die Beta-Phase schon vorbei. Weil du musst ja doch schon erstmal ganz schön was auffahren, um wieder an diese Stelle zu kommen mit den Solarzellen und so weiter, ne? Hast du die Welt behalten? Hast du deine Materialien? Kannst du natürlich gleich loslegen. Aber für alle anderen, die müssen ihren Forschungsdurch erst auf Stufe 4 treiben, bla bla bla. Und das alleine, wenn du vielleicht auch nicht so viel Zeit hast zum Zocken, das kann unglaublich nerven. Und ich finde halt schade, weil das würde das Spiel kaputt machen und viele springen dann vielleicht ab und sagen, weißt du was, habe ich keinen Bock mehr, dauert nur zu lang. Werden auch wieder viele von euch sagen, dann mach's doch, richtig. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, in so einer Beta-Phase so einen Bug zu nutzen, bin ich persönlich der Letzte, der jemanden dafür verurteilt, weil ich weiß durch Org, auch wie es ist, wenn man stundenlang Felsen erbaut und wir haben dann den Server hochgestellt, weil es einfach keinen Bock macht. Das ist halt meine Lebenszeit, ne? Und ich liebe solche Spiele, ich mag das auch hier Zeit zu verbringen, aber man muss es nicht übertreiben. So, ist meine Meinung. Und ich glaube aber, dass der Bug relativ schnell auffallen wird, das war wie mit dem Kistentrick, ich habe den hochgeladen. Ihr habt ihn gefahren, guck mal, da oben das Ding wieder angegangen jetzt. Oh, das ist jetzt scheiße, da musst du aufpassen jetzt. Oh, da musst du echt aufpassen. Oben die Falle ist gerade wieder angegangen, der hat es wieder aktiviert. Ist ja interessant. Ich weiß nicht, ob es geplant ist von den Entwicklern. Es kann durch sein, die wollen das so, ne? Weil ihr müsst ja doch schon ein bisschen was auffahren, um hierher zu kommen und auch ordentlich Munition verballern. Wir machen jetzt mal testweise eine Granate, aber ob ich das Ding treffe, glaube ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das geht, ne? Ne, es zählt nicht, schade. Aber, ja, auch komisch, ich muss ja oben reinschießen, ne? Egal, geht mit jeder Waffe auf jeden Fall. Theoretisch auch Randfallwaffen. Ich glaube, theoretisch müssten sogar Pfeile gehen, habe ich das natürlich nicht probiert, ne? Ja, hätte man machen können mal, oder Armbrust. Wäre mal interessant gewesen. Dauert aber wahrscheinlich dann Jahrhunderte. Ja. Ob es so geplant ist, weiß ich nicht von den Entwicklern. Der Klunk und ich können es uns nicht vorstellen, weil einfach das ein Loot-Spot ist, den ihr nutzen könnt, wenn ihr alle drei macht. Klar, ihr verballert dafür Munition, kriegt aber dafür Stahlbarren, Eisenbarren und Kupfer wieder raus. Aber halt auch nichts anderes. Kann schon sein, dass die Entwickler das wollen, dass du das die ganze Zeit machen kannst. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wenn du einmal reingeschossen hast, das Ding hat angehalten, dann sollte es das auch gewesen sein mit dem Loot, ne? War ich immer einen Frosch im Hals, wenn ich aufnehme. Ah, Kaffee hilft immer. Meine Fresse. Deshalb denke ich, das wird noch rausgepatcht, wenn das dann im fertigen Spiel integriert wird. Bis jetzt geht's aber noch, Leute. Ja, wie gesagt, wer es nutzen will, nutzt. Wer es nicht nutzen will, muss es ja nicht nutzen. Aber ihr wisst erstmal Bescheid. Ist in meinen Augen so eine Art neuer Kistentrick. Ja, ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich halte euch natürlich auf den Laufenden, falls es wieder was gibt. Ich sage bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt rein, lasst einen Kommentar da und auch gerne ein Abonnement, wer es noch nicht gemacht hat. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.